Herzlich willkommen zu mittelmäßig beliebte Politikerin bei Twitter. Gestern war Dorothee Bär dran und am Montag haben wir Christian Lindner behandelt. Und heute ist Katrin Göring-Eckardt dran. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Katrin Göring-Eckardt fasziniert mich auf eine Art, denn um in die Politik zu gehen, muss man Freak sein. In die Politik gehen nur Freaks. Das sind Leute, die auf dem Schulhof mit Argumenten gewinnen wollten. Die konnten nur aufs Gymnasium gehen, weil überall woanders wären sie verprügelt worden. Und zu Recht, also das haben wir nicht zuletzt bei Christian Lindner gesehen. Und Katrin Göring-Eckardt besticht aber aus so einer Normalheit. Man muss ja auch mal sagen, um jetzt Finanzminister zu werden, wo man sich denkt, ja, wer könnte denn mal bitte alle finanziellen Geschicke dieses Landes leiten, um da zu sagen, ich wäre der Richtige dafür, ich sollte das machen, muss man schon ein Freak sein. Das ist einfach so. Oder um egal welches Ministerium, man muss da echt Freak sein. Katrin Göring-Eckardt hat allerdings so ein bisschen nicht den Charme einer Verrückten, sondern den Charme von den Allwetterjacken-Charme so ein bisschen. Katrin Göring-Eckardt fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit und hat so Ortlieb-Packtaschen an der Seite dran. Und in einer ist eine Tupperdose mit einem Heidebrot vom Vortag. Das ist so ein bisschen der Charme, den Katrin Göring-Eckardt ausstrahlt. Und das, sagen wir mal so, ist relativ selten. Wir sehen aber auch schon hier, an Neujahr versorgte sich Deutschland erstmals nur mit Ökostrom. Hier geht es um personelle Sachen, hier ist was Feministisches. Also je weiter politisch man auf die linke Seite geht, desto humorloser werden die Twitter-Accounts. Das kann man als Trend festmachen. Hier werden Artikel gepostet oder irgendwelche Pressemeldungen, die gepostet werden, irgendwelche Dokumente. Da ist nicht viel Zeit für irgendwas Lustiges oder irgendwas Belangloses. Hier hat einer was gepostet. Remember Tommy and Annika from Pippi Langstrumpf. This is them now, 4 old. Ja, das ist ein guter Gag tatsächlich. Und Katrin Göring-Eckardt hat gerade erst im Twitter-Jahresrückblick von jetzt entdeckt. Oh, Katrin Göring-Eckardt guckt den Twitter-Jahresrückblick von jetzt. Jetzt ist die Kinderausgabe von der Süddeutschen Zeitung. Eigentlich wäre ich ja lieber Pippi, guten Rutsch, sowie ein gesundes und frohes Jahr 2018 allerseits. Okay, also man sieht an den beiden Emojis, Katrin Göring-Eckardt, Kandidatin für Adventskranz als Profilbild bei WhatsApp und Kandidatin für Mutter, die zu viele Emojis benutzt immer und auch so vielleicht teilweise schon, wenn sie im gehobenen Game ist, so Wörter durch Emojis ersetzt, wie diese früheren Bücher, mit denen man angefangen hat zu lesen, wo dann so ein Auto drin war in dem Text, damit man auch mal ein Bild hat. Ich glaube, so in die Richtung geht das, könnte das gehen. Katrin Göring-Eckardt hat natürlich auch bei der Ice Bucket Challenge mitgemacht und ich hab's gesagt, Allwetterjacken-Charme. Da ist sie, die Allwetterjacke. Niemand hat die Ice Bucket Challenge mit einer Allwetterjacke gemacht, außer Katrin Göring-Eckardt. Wahrscheinlich hat sie wirklich danach ein Heidebrot vom Vortag gegessen mit einer Käsescheibe drauf. Und hier sehen wir Katrin Göring-Eckardt bei Schweinen. Katrin mit Bauhoftieren. Heute in Müncheberg mit grünem Spitzenkandidat Alex Vogel. Als die Spitzenkandidaten von den Grünen noch so aussahen, da waren die noch grün. Alex Vogel hier wird gefüttert von Katrin Göring-Eckardt. Das waren noch Grüne. Was ist denn das jetzt? Da ist ja nichts mehr von übrig. Türkische Schwaben, wer will denn sowas? Das hier sind grüne Spitzenkandidaten. Das waren die Social-Media-Profile von Katrin Göring-Eckardt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein, wenn es zu, oh, Katharina Barley geht. Katharina Barley bei mittelmäßig beliebten Politikern. Findet es heraus, schaltet auch morgen wieder ein. Bis dahin, ciao.